Na, funktioniert das? Wunderbar. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kollegen, alle Anträge und Redebeiträge, und da möchte ich mich zunächst bedanken, haben eins gezeigt: die Grundsteuer muss weg. Sie ist reformunfähig und sie ist sozial ungerecht. Ich will das exemplarisch an einigen wunderschönen Anträgen, zunächst der Linken, hier auch noch mal verdeutlichen. Der Antrag umfasst eine halbe Seite, immerhin, genauso inhaltsleer ist er auch, und er zeigt auch den 100-jährigen geistigen Stillstand der Linken. Da möchte ich die Grünen und die SPD gerne mit einschließen. Die Linken, ich zitiere, wollen die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Miete in der Betriebskostenverordnung streichen. Sie sagten es eben schon, 19 Cent macht das pro Quadratmeter in Deutschland aus. Meine Damen und Herren, glauben Sie ernsthaft, dass durch die Streichung ebenso wie durch Ihre unfähige Mietpreisbremse irgend sich etwas tut? Nein, die Vermieter werden es in die Kaltmieter einpreisen, weil sie eben von Marktwirtschaft keine Ahnung haben. Auch ein Kernproblem der SPD. Sie meinen das vielleicht in Ihrem roten Wolkenkuckucksheim, aber beim Denken haben Sie Pech. Nochmals, der Vermieter wird es umlegen. Aber der Antrag passt zumindest zu Ihrer roten und toten Geisteshaltung. Alles, was Besitz hat und schafft, das ist für Sie, nämlich die Leistungsträger, ein Fremdwort für Sie, eben Zahlvieh. Die überhaupt erst Wohnen schaffen, wer ist denn das? Das sind Investoren und Eigentümer. Das fällt nicht vom Himmel, meine Damen und Herren, Ihr Wohn- und Mietraum. Das scheinen Sie zu meinen, dem ist nicht so. Und deswegen müssen wir, um soziale Gerechtigkeit walten zu lassen, die Grundsteuer abschaffen. Denn was ist sozialer? Meine Damen und Herren, wenn Sie wirklich die Bürgerinnen und Bürger da draußen entlasten wollen, dann folgen Sie dem Antrag der AfD, schaffen die Grundsteuer ab. Denn im Durchschnitt zahlt jemand, der hier in Berlin eine 50-Quadratmeter-Wohnung hat, etwa 25 Euro monatlich nur an Nebenkosten an die Grundsteuer. Das ist übrigens mehr, wenn wir Sie davon befreien. Sie kriegen 25 Euro mehr im Monat als jedes Gesetz, was wir hier zur Steueränderung oder Familienentlastungsgesetz schließen. Das bringt nicht mal 10 Euro. Meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen 25 Euro monatlich. Wir sind die einzige Mietpreissenkungspartei und damit auch die einzig soziale verbliebene Partei hier in Deutschland. Und kommen wir zum sogenannten Gesetzentwurf der GroKo. Sie wollen die Grundsteuer C wieder einführen. Meine Damen und Herren, ein ebenso altes Relikt, was schon einmal gescheitert ist, das entspricht schon fast linken Gedankenpotenzial, meine Damen und Herren von der CDU. Schämen Sie sich da nicht eigentlich langsam, dass Sie so ein Reptil hier noch mal einführen wollen? Und am Ende des Tages geben Sie wieder den bayerischen Interessen nach, wollen eine Öffnungsklausel. Damit machen Sie das Ganze, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch draußen noch unsicherer. Sie werden vom Verfassungsgericht erneut scheitern, und dann werden Ihre Kommunen, und da möchte ich die Bürgermeister sein, alles den Steuerpflichtigen erstatten müssen. Das ist Ihre solide Handwerkspolitik. Sie sind reformunfähig, wie es mein Kollege Albrecht Glaser schon gesagt hat. Dieses Gesetz ist Murks. Daher folgen Sie bitte unserem Antrag. Was Sie hier vorlegen, ist ein wahrer Flickenteppich. Was Sie hier vorlegen, ist rechtlich unsauber. Es wird nicht gelingen. Aus diesen Gründen, meine Damen und Herren, wird meine Fraktion diesem ganzen undurchdachten, unsozialen, verwaltungsaufblähenden Gesetz zur Grundsteuerreform nicht zustimmen. Folgen Sie lieber uns, bevor Sie erneut vor dem Verfassungsgericht landen. Und das prognostiziere ich. Danke schön. Jetzt hat das Wort Dr. Hans.